Um was genau geht es? Was sind hier die Vorwürfe? Nun, es war so, dass zumindest sind das die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft den Herrn Chorherr, dass dieser in seiner Zeit als Planungssprecher der Grünen Wien den Planungsausschuss im Gemeinderat leitet und der war zuständig für Bauwidmungen, für Baugenehmigungen. Das heißt, wer in Wien ein großes Immobilienprojekt vom großen Turm am Getreidemarkt, am Eislaufverein bis hin zu verschiedenen Projekten im Wohnbaubereich oder sonst etwas initiieren wollte, der musste einfach mit Chorherr kommunizieren, der konnte an Chorherr nicht vorbei. Und dann gab es eben die Gepflogenheit, dass man, das wusste eigentlich die ganze Stadt, ja, wenn man dem Chorherr seinem Verein Ituba für sein Südafrika-Schulprojekt etwas spendet, dann geht manche Widmung etwas leichter und etwas schneller von der Hand. Und das ist der Vorwurf. Und da hat so die Staatsanwaltschaft, das ist ja noch nichts bewiesen, der Chorherr mehr oder weniger Spenden verlangt für die Gewährung eines Vorteils als Amtsträger. Deswegen die Anklagen wegen Amtsmissbrauch und wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Aber nicht nur Christoph Chorherr muss sich vor Gericht verantworten, es gibt auch noch Mitangeklagte. Ja, zu einem Bestochenen gehört auch ein Bestecher dazu. Und das ist natürlich die milliardenschwere Creme der Wiener Immobilienbranche. Also da sitzen der Herr Soravia dort, da sitzt der Herr Theuner dort, der das berühmte Heumarktprojekt gemacht hat, wo es ja dann eine ganz überraschende Wende der Grünen, die immer dagegen waren, im Gemeinderat gegeben hat und die plötzlich dafür gestimmt haben, sehr zur Verärgerung der Basis, weil es da sogar eine Urabstimmung der Grünen gegen dieses Projekt gegeben hat. Trotzdem hat Chorherr durchgesetzt, dass man dafür gestimmt hat. Also da muss man sich schon eingesetzt haben. Und es ist natürlich auch der ohnehin sehr bekannte Großinvestor René Benkö unter den Angeklagten. Bereits zu Beginn des heutigen Prozesses hat der Anwalt von Christoph Chorherr betont, dass er auf nicht schuldig plädiert. Ja. Kommt das überraschend? Naja, das ist ein kleiner Strategiewechsel, denn am Anfang hat es Chorherr ja damit probiert, auf eine Diversion zu gehen und eine Diversion beantragt, wo er gesagt hat, ja, ich habe Fehler gemacht, ich sehe das ein, aber ich will nicht, dass ich da vor dem Strafrichter lande und über eine Diversion, sprich der Richter verurteilt ihn nicht, es gibt auch kein Schuldeinbekenntnis im engeren Sinn, verpflichtet sich Chorherr zu einer bestimmten Zahlung, zu bestimmten Leistungen, die der Richter festlegt und geht dafür straffrei aus. Das war zuerst das Ziel. Also sage ich einmal, müsste ich das werten, was man ja eigentlich nicht darf. Da war er etwas defensiver, als er jetzt ist. Und jetzt hat es offenbar einen Strategiewechsel gegeben und er bekennt sich nicht schuldig. Die Frage, die sich natürlich jetzt auch stellt, es muss natürlich gesagt werden, es besteht die Unschuldsvermutung, das alles wird jetzt geprüft werden im Falle eines Schuldspruchs. Was droht Christoph Chorherr? Da stehen insgesamt 10 Jahre Haft drauf. Bei den Mitangeklagten? Bei den Mitangeklagten ist es meines Wissens der gleiche Strafrahmen, wird aber dann wahrscheinlich nicht so exekutiert. Wird auch der Chorherr, schätze ich jetzt, nicht die vollen 10 Jahre Haft von Anfang an ausfassen. Heute wird es natürlich noch kein Urteil geben. Ja. Wann oder für wann ist dieses angesetzt? So viel ich gesehen habe, sind 11 Verhandlungstage bis zum 20. Dezember anberaumt. Das heißt, da ist schon noch einiges an Platz für Diskussionen und Möglichkeiten und Sonstiges. Wir haben vorher natürlich auch schon mehrmals zu unserer Kollegin vor Ort in das Wiener Landesgericht geschaltet. Da kam die Rückmeldung, dass die Herrschaften doch etwas angespannt waren, verständlich bei diesen Vorwürfen. Ja,
Also das kann ich schon verstehen, weil ich wäre auch angespannt, egal aus welchem Grund ich da auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Das ist sicher für niemanden angenehm. Und da geht es natürlich auch für einige schon um sehr viel, denn die leiten und dirigieren milliardenschwere Unternehmen. Und wenn du da als strafrechtlich Verurteilter an der Spitze von so einem Unternehmen stehst, ist das natürlich gegenüber den Kunden nicht sehr angenehm. Die nächste Frage, die sich natürlich jetzt dann auch stellt, neben der Urteilsverkündung, wann diese auch stattfinden wird, du bist schon ganz kurz darauf eingegangen, auf nicht nur die Vorwürfe, sondern natürlich auch, was alle zu erwarten haben. Mhm. Im besten Fall natürlich ein Freispruch, im schlechtesten Fall haben wir schon gehört, eine strafrechtliche Verurteilung wegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Ganz genau. Wie wahrscheinlich ist denn dieser schlechteste Fall? Nun, die Anklage der WKStA, also der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja bekanntlich nicht ganz unumstritten ist, steht, sagen manche Experten durchaus auf wackeligen Beinen. Da sind teilweise formal Fehler passiert, wie dass Korher als Planungsstadtrat bezeichnet wurde, obwohl er sozusagen der Obmann des Planungsausschusses im Gemeinderat war, was eine ganz andere Funktion ist. Und da dürften einige Dinge, so die Verteidigung auch, eher auf Hörensagen als auf echten Beweisen beruhen. Das wird ein Indizienverfahren und das wird von den Schöffen abhängen, wie sie da urteilen. Wie ist man auf diesen Fall gekommen? Hat es hier auch Chatnachrichten gegeben? Es gab meines Wissens immer wieder Mailverkehre, die an die Öffentlichkeit gespielt wurden. Ich habe selbst zweimal welche zugespielt bekommen, die hochspannend waren zwischen, das war in der Causa Heumarkt, zwischen Theuner und Korher. Da gab es dann weitere Ermittlungen und Hausdurchsuchungen und da wurde dann sozusagen auch die eine oder andere Mailnachricht gefunden, die Staatsanwälte veranlasst hat, das in eine Anklage zu gießen.